Ho, ho, ho. Ihr Lieben, ich bin der Holger aus der Steiermark. Willkommen auf meinem Kanal Bonsai für Anfänger. Zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich einen Kanal-Adventkalender gemacht, habe für euch 24 Türchen vorbereitet. Ich hoffe, euch damit die Zeit bis zum Heiligen Abend ein bisschen zu versüßen. Es soll unterhaltsam, aber auch lehrreich sein, wie immer auf meinem Kanal. Lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt oder nicht gefällt, wie ihr dazu steht zu so einer Aktion und auch zu den einzelnen Türchen. Jeden Abend um 18 Uhr öffnet sich eins. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt und viel gelernt und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Gestern haben wir über das Rekordflugverhalten von Birkensamen gesprochen. Aber weißt du, dass manche Baumsamen nicht nur vom Wind weitergetragen werden? Natürlich, klar weißt du das. Vögel, Eichhörnchen. Aber am erstaunlichsten fand ich, dass es ganz viele Bäume in den Tropen gibt, deren Samen von Fischen weitergetragen werden. Und es gibt sogar eine Baumart, die ist auf eine Schildkrötenart angewiesen. Die Schildkröte muss die Früchte fressen, frisst sonst keiner, und die Schildkröte verbreitet dadurch den Samen. Ich vermute mal, dass die Verbreitung relativ langsam vor sich geht.